Doch zunächst zu einem B-Movie, das Hollywood alt aussehen lässt. Schick die Ninjas rein. Yo, rohrfrei für die Queer-Trash-Biker-Gang des kopfschmerzverdächtigen B-Movie-Epos. Ja, genau so heißt der Streifen, der gerade Filmfestivals in Aufruhr versetzt und seriösen Filmkritikern den Rest gibt. Don't worry, guys. We're innocent. The noble art of Muay Thai will keep us safe in this hellhole. I'll teach you. Für so etwas Banales wie eine stringente Handlung oder Schauspielkunst ist dieses Meisterwerk viel zu cool. Eigentlich sollte Die Hard eine Serie von Pseudo-Trailern werden für Filme, die es gar nicht gibt, aber geben sollte, wenn es nach uns ginge. Eine Art Wunschzettel an die Filmindustrie also. Als echte Filmnerds haben wir uns für all unsere Lieblingsgenres Fake-Trailer ausgedacht. Nachdem der erste fertig war, haben wir einfach alle Ideen zusammengeworfen und daraus ein Drehbuch für einen ganzen Film gebastelt. Aus dieser spontanen Idee wurden mal eben 5,5 Jahre Produktionsarbeit. In bester John Waters-Manier scharte die Regiedebütantin Bitte Anderson Freunde aus der Stockholmer Queer-Community um sich und ließ einfach alle machen, worauf sie gerade Lust hatten. Und so entstand Filmkunst, die in der guten alten Videothek in der Abteilung High School Road Movie Musical Action Martial Arts Blätterstreifen stehen würde. Send in the ninjas. Round one. Zwei. Ninja Challenge. Ich komme aus der DIY, der Do-it-yourself-Kultur und vom Punk. Deshalb stehe ich total auf Amateurfilme in allen Varianten. Ich habe früher für Troma Entertainment gearbeitet, eine amerikanische B-Movie-Firma. Ich war dort für die Special Effects zuständig, aber eigentlich musste jeder alles machen. Also mussten alle Leute hinter der Kamera auch mal vor die Kamera. Und so ließ sich Bitte Anderson den Cameo-Auftritt auch bei ihrem eigenen Film nicht nehmen. Achtung, jetzt! Das hat Tradition, dass der Kopf des Regisseurs zerquetscht wird. Es wäre unhöflich, jemand anderen den Kopf dafür hinhalten zu lassen. Das ist schon okay. Und weil es so schön war... Das Kopfquetschrezept in Die Hard besteht klassischerweise aus Honigmelone gefüllt mit Rührei. Mit diesem ganz speziellen Rezept wollen die Filmemacher auch noch unsere Sehgewohnheiten aufmischen. Der Mainstream bedient oft nur Klischees, richtet sich nach vorgefertigten Schablonen. Du siehst immer die gleichen Figuren, die immer die gleichen Geschichten erzählen. Man erkennt und versteht sie unmittelbar. So sehr, dass man nach der ersten halben Stunde eines Films schon genau weiß, wie er ausgeht. Bei unserem Film wette ich, dass du nie errätst, wie er ausgeht. Das liegt vor allem daran, dass Die Hard mit allen Regeln bricht. Och, na ja, mit 1, 2 Regeln vielleicht. Die Welt des Kinos und der Massenmedien ist doch eine aus Knete geformte Idealwelt aus perfekten, schönen, erfolgreichen, jungen, schlanken, weißen, hetero-Menschen. Es ist eine extreme und genormte Welt, der wir jeden Tag ausgesetzt sind. Zum Beispiel durch Werbung. Ich glaube, das macht uns kaputt, weil wir uns fett, hässlich und dumm fühlen, wie echte Loser. Deshalb ist es aufbauend, trashige Filme zu gucken. Die entsprechen einfach mehr der Realität. So I think it's empowering to watch trashy films where things are more like reality. Na dann, ab in die bessere Realität. Voilà, Dovid génial.